Aber es ist doch keine große Katastrophe. Das ganze Gerede davon, es gäbe sozusagen eine ernsthafte rechtsradikale Bedrohung. Ich frage Sie, waren die Nazis rechts? Das halte ich für ein Grundirrtum, übrigens auch von Ihnen. Die Nazis waren nicht rechts, die Nazis waren eine Linkspartei. Lassen Sie uns das fast jetzt nicht aufmachen, sondern lassen Sie uns bei heute bleiben. Rechts und links, die Etiketten spielen eigentlich keine Rolle. Es geht um die Gefahr in dem Fall mit brauner Gesinnung, mit Nazi-Gesinnung, mit ausländerfeindlichen Parolen. Nein, also wissen Sie doch, doch. Wie würden Sie couragierten Menschen den Rücken gestärkt? Soll ich Ihnen was sagen? Ja. Es gibt wahnsinnig wenig Courage in diesem Lande. Und das müssen Sie als nächstes mal sehen. Die Tabuisierung fast aller Themen, Und das Einzige, wo sozusagen weit übertrieben diskutiert wird, ist diese Frage, die ich für klein halte. Dass dieses Land den Kern der Meinungsfreiheit nicht begriffen hat, dass dieses Land im Kern autoritär ist, dass wir keine breite öffentliche Diskussion haben, sei es über die Abschaffung der Kernenergie, sei es über die Abschaffung der Wehrpflicht, sei es über alle möglichen Themen, die ich für sehr wichtig halte. Die werden von einer Regierung, die Ihnen ja ferner steht, als sie mir steht, in einer Weise per Ordre de Mutti entschieden, die ich für unerträglich halte. Und wenn dann in einem Punkt, den ich persönlich für marginal halte, marginal, bisher, vielleicht täusche ich mich ja, mag ja sein, dass Sie viel mehr Recht haben als ich, kann ja sein. Aber wenn der sozusagen so hochgeblasen wird, ist in Ihren Maßstäben was verrutscht. Und das hängt natürlich mit dieser vertragten Vergangenheit zusammen, die wir sozusagen immer noch mit uns schleppen und aus gutem Grund mit uns schleppen. Brauchen wir mehr Prävention? Wie wehrhaft ist unsere Demokratie, Herr Baring? Ich würde sagen, sie ist auf weite Strecken schläfrig. Sie ist nicht wachsam. Sie hat auch gar keinen Sinn dafür, welche die Probleme des Landes ganz dringend gelöst werden müssen. Wir haben im Grunde eine völlig veränderte Landschaft. Wir haben ganz enge Meinungskorridore, zum Beispiel bei der Frage etwa der Integration der Ausländer. Da habe ich gemerkt, parteiübergreifend in allen Parteien ist die Neigung gering, bloß nicht drüber reden, ob das die CDU oder die FDP oder die Grünen oder die SPD sind. Es ist immer das Gleiche. Die Bevölkerung ist eigentlich zu dumm, meint man, um zu begreifen, wie wichtig das ist. Also müssen wir es ohne die Bevölkerung lösen. Die Unterminierung der Demokratie, die dadurch stattfindet, dass wir von der Meinungsfreiheit einen so eingeschränkten Gebrauch machen, dass wir uns immer gleich erregen. Und wie Prantl sich doch nicht entblödet hat, mich eben in die Rolle zu schieben, dass ich sozusagen das bagatellisiere und damit rechtfertige. Das ist doch unverschämt. Herr Baring, nimmt das nicht denen, Ich werde Sie überraschen, wenn ich sage, was mir in unserem Lande große Sorge macht, ist eine verbreitete Feigheit. Eine unglaubliche Feigheit in großen Teilen der Bevölkerung, die wegguckt. Das merken Sie, wenn im U-Bahn irgendwo ein Überfall passiert, dass die meisten steigen aus, haben nichts gesehen und so. Auch in der Politik finde ich die Feigheit in der Erörterung aktueller Probleme, wir reden heute über den Terrorismus, wir könnten auch über andere Dinge reden, atemberaubend. Das Land erstickt an einer Unfähigkeit zur öffentlichen Diskussion, und da appelliere ich wieder an Prantl, mit Augenmaß, aber auch mit Klarheit und Mut über die wirklichen Probleme, die das Land hat. Ich halte diese Diskussion, weshalb ich eben auch mit Prantl da nicht im Kern uneins bin. Das ist eine große Panne gewesen, auch Bulsbach sagt das Gleiche. Aber es ist ein relativ begrenztes Problem. Es ist nicht die Schicksalsfrage der Nation. Sie können mich in große Erregung versetzen, wenn ich sozusagen mit Ihnen die Gefährdung der Demokratie dieses Landes durch den Euro. Ich bin ernsthaft besorgt. Anderes Thema haben wir schon oft gemacht. Wow. Genau. Ja, aber das ist ein wirkliches Thema, über das ich mich erregen kann. Aber wenn Sie hier so ungeheuer sehen, und er auch. Jetzt errege ich mich in aller Stille, lieber Herr Baring. Ja, das freut mich ja, dass Sie in Stille sind.